Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Heute nehme ich euch mit auf meiner Favorite Line mit jeder Menge neuer Features und 100% Angstüberwindung. Viel Spaß! Ich bin einige Euros ärmer, mein Liftticket habe ich gerade gekauft und jetzt geht's ab in die Magic World of Whistler. Angekommen in der Line bin ich ganz schön aufgeregt, muss ich sagen. Mein Herz hat mir wirklich bis zum Anschlag vom Helm geklopft. Ich habe es in meinem Kopf noch gehört, versuche mich aber im Lift noch ein bisschen zu sammeln und zu entspannen. Herzlich willkommen auf der Blue Velvet. Sie ist eine blaue, anspruchsvolle und etwas technische Line. Leider war ich hier so aufgeregt, dass ich vergessen habe, die GoPro einzuschalten. Und da hatte ich auch bereits meinen ersten Sturz, bei dem ich vorne über den Lenker gegangen bin. Ja? Come on! In diesem Video wird es so sein, als ob wir die Abfahrt gemeinsam machen würden. An Stellen, an denen ich zu kämpfen hatte oder vielleicht über meine Grenzen hinausgehen musste, werde ich anhalten, eine Szene einblenden und es wird so sein, als würden wir das gemeinsam meistern können. Da ist er. Da ist er, Otti. Weiter, weiter. Muss ich das jetzt machen? Yes. Bleib mal hinterher. Doch. Nee, du schießt das nicht. Nein, machst du nicht. Stell dich einfach aufs Fahrrad, bitte. Jetzt roll bitte einfach hinterher, okay? Einfach hinterher. Keine Angst. Und los. Komm, du schaffst das. Arsch nach hinten, Lenker gerade, Ende. Komm. Ja, fahr. Komm, du musst losfahren. Ich kann schon losfahren. Ich muss das erst einmal sehen. Gerade und schneller. Nee, ich trau mich das nicht. Na, ey. Ich trau mich das nicht. Doch. Und dann komplett gerade. Und Arsch da hinten. Ja! Jawohl! Denn diese Serie heißt ja nun mal From Zero to Hero und deswegen hoffe ich, dass ich euch irgendwie die Motivation geben kann, immer weiterzumachen. Schön und schneller. Und gerade. Ja! Jawollo! Also, ich hoffe, diese Art von Video gefällt euch und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Let's go! An dieser Stelle kann ich euch sagen, dass es einige Abfahrten gedauert hat, bis ich so gefahren bin und wirklich die Pushwellen mitgenommen habe und gar nicht so verkrampft auf dem Rad gestanden habe. Aber wie sagt man so schön, Übung macht den Meister. Ja, sehr gut. Jawohl. Juhu. Let it laufen. Yeah. Okay, nice. Woohoo! Otti, du willst das Stück. Und laufen lassen. Jawohl. Ein bisschen bremsen hier. Woohoo! Otti, du wilde. Wilde Hilde. Sogar. Ja. War das gut? Jo, das war sehr gut. Wie kann das auch? Ja, klar. Nicht so viel mit Vorderbremse. Was zu denn? Was zu denn? Oh, Otti, ey. Warum versuchst du in einer schrägen anzuhalten? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, warum du das machst. Weil da so viele Steine plötzlich waren. Ja, dann fahr doch erstmal aus den Steinen raus und bremst. Halt doch da an, wo man halten kann. Und mach die Füße doch nicht runter, wenn du noch nicht angehalten bist. Jetzt kommst du auf. Ja, heb doch das Fahrrad wenigstens ja. Hoch. Heile Witzka, du. Ach ja.
Du bist eine. Und hier bitte die unteren Teile sauberer durch die Kurve fahren, ja? Schräg hinstellen. Jetzt einfach reinrollen und Fuß hoch. Schön. War natürlich, dass ich vorher im Wald trainiert hatte. Ein anderes gutes Ding war auch, dass ich vorher in Österreich war, weil sich die Bodengegebenheiten so ein bisschen ähnelten. Aber es war trotzdem eine Herausforderung, weil eben super viele Rillen dort waren, der Matsch war sehr groß und das muss man sich irgendwie erstmal trauen. Für die einen mag es ein Kinderspiel sein, für andere ist es etwas, wo man gar nicht drüber nachdenken muss. Aber für mich war es schon irgendwie ein kleiner Meilenstein. An dieser Stelle dachte ich einfach nur so, es darf nicht wahr sein. So viele Steinfäller, so viele Wurzelfäller, das hast du alles noch gar nicht gemacht. Und dann dachte ich wieder so, ey komm, nee, natürlich hast du das gemacht. Jetzt reiß dich ein bisschen zusammen. Es ist einfach nur eine Line, die du noch nie gefahren bist. Nico würde jetzt sagen, ich hätte mit dem Kopf zu nah an der Heizung gepennt. Aber egal, es ist eine neue Line, es macht Spaß. Wir sind in Kanada, also einfach machen. Arme sauber gerade halten, Arsch nach hinten. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Sehr gut. Und vorbei. An mir vorbei. Weiter. Schön. Entspannt weiter. Ja, sehr schön. Sehr gut. Sehr gut. Weiter, weiter. Langsam. Ja. Schön, schön. Nice. Nice, nice. Yeah. Very good. Kurve ausnutzen. Keine Dreiecke fahren. Yeah. Sehr geil. An der Stelle dachte ich kurz so, bist du da gerade wirklich einfach so drüber gefahren? Ohne Wenn und Aber? Ja, irgendwie schon. Schön. Jetzt dreht's aber durch, wa? Sehr schön gefahren. War richtig geflogen, hast du gesehen? Jo. Ja. Jawohl. Ja.
Hat die wollte braten oder was? Wo hat er das denn gesehen? Das hier ist übrigens genau die Stelle, an der ich das erste Mal hingefallen bin. Hier hatte ich plötzlich Panik, warum auch immer, und habe die Vorderradbremse komplett durchgezogen und bin über den Lenker geflogen. Das war schmerzhaft. Ja. Sauber! Jawohl! Ja, schön. Und gleich an den Sprüngen, an den Step-Ups, lässt sie komplett laufen. Von mir gar nicht so hoch, obwohl ich es vielleicht schon besser gelernt habe. Aber ich muss auch zugeben, dass es für mich total die Überwindung war, weil man wirklich einfach wie gegen eine Wand gefahren ist. Dass ich es überhaupt gemacht habe, da war ich schon wirklich stolz auf mich. Yay, am Ende gab es noch die erste kleine Hip für mich. Das war es auch schon wieder mit dem Video. Das war Teil 1 der Blue Velvet. Beim nächsten Mal fahren wir gemeinsam den zweiten Abschnitt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe auch, ihr schaltet wieder ein, wenn es heißt...